Baton Rouge, Louisiana. Mitte der 90er nahm hier eine über 10 Jahre andauernde grausame Mordserie ihren Anfang. Jedes Mal, wenn der Leichenbeschauer gerufen wurde, wussten wir, es ist wieder soweit. Makabre Leichenfunde häufen sich und die Menschen haben Angst. Niemand war sicher. Baton Rouge befand sich in Schockstarre. Der Täter mordet auf besonders blutrünstige Weise. Er hatte ihr beide Hände abgetrennt. Welches Motiv steckt hinter den grausamen Taten? Sie sagten, ihr Mann ist ein Serienmörder. Und wurde der Täter als Mörder geboren? Ich bin ein gemeingefährlicher Irrer. Gastfreundlichkeit im US-Bundesstaat Louisiana ist legendär, auch in Baton Rouge. Hier begrüßt man auf der Straße sogar menschenfreundlich, die man noch nie gesehen hat. So sind wir hier im Süden. Doch das gilt nicht für alle Stadtteile. Zwischen North Baton Rouge, Downtown und South Baton Rouge herrscht ein Unterschied wie Tag und Nacht. Damals wie heute ist North Baton Rouge eine sehr gefährliche Gegend. Prostituierte bevölkern die Straßen. Drogen werden dort offen gehandelt. Morde kommen häufig vor. Eine der Frauen auf den Straßen von North Baton Rouge ist Donna Bennett Johnston, Mutter zweier Kinder. Sie war crackabhängig, deswegen ging sie anschaffen. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Kick. Sie war Mutter und hatte trotzdem dieses Problem. Für mich war sie aber die Größte, ein wunderbarer Mensch. Was sie tat, tat sie mit Leidenschaft. Sie war zu großer Liebe fähig. Manchmal rief sie mich abends an, nur um mir zu sagen, dass sie mich lieb hat. Justin Bennett ist die häufige Abwesenheit seiner Mutter gewohnt. Manchmal verschwand sie einfach. Und wenn wir am nächsten Morgen aufwachten, war sie nicht da. Aber wir gaben nie die Hoffnung auf und glaubten daran, dass es ihr eines Tages besser gehen würde. Doch 2004 kommt es zu einer schrecklichen Entdeckung. Zwei Anwohner waren auf der Suche nach ihrem ausgerissenen Hund, als sie heute Morgen auf der Südseite der Brücke in einem Abwasserkanal eine Frauenleiche fanden. Todesursache: Strangulierung. Es war ein Freitag, so gegen 14 Uhr. Mein kleiner Bruder und ich waren gerade in der Basketballhalle. Mitten im Spiel klingelte mein Telefon. Es war der Klingelton meines Vaters. Da wusste ich schon, dass etwas nicht stimmte. Er sagte mir, dass man unsere Mutter am Morgen tot aufgefunden hatte. Plötzlich war alles um mich herum still. Es gibt nichts Schlimmeres, als diese Worte zu hören. Detective Todd Morris wird zum Tatort gerufen. Sie lag mit dem Gesicht nach unten auf dieser Seite des Kanals.
Über ihrem rechten Arm lag eine Jacke. Als wir die Jacke wegnahmen, entdeckten wir, dass der Täter ihr den Arm unterhalb des Ellbogens abgetrennt und offensichtlich mitgenommen hatte. Außerdem war aus ihrem rechten Oberschenkel ein Stück Haut, etwa 7x7 cm groß, entfernt worden. Die Ermittler vermuten, dass hinter der Tat derselbe Serienmörder steckt, der bereits mehrere Frauen aus North Baton Rouge getötet hat. Es ist ein Albtraum für jede Stadt und für jeden Ermittler, wenn so ein Täter frei herumläuft und unschuldige Frauen ermordet. Dieser Irre suchte sich gezielt seine Opfer. Natürlich hatten wir nur einen Gedanken. Wann schlägt er wieder zu? Doch niemand ahnt, dass der Täter sein grausiges Handwerk schon vor über 10 Jahren begonnen hat. . 2004 erschüttert eine brutale Mordserie die Stadt Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana. Doch die Geschichte beginnt bereits 10 Jahre zuvor unter unverfänglichen Umständen. Im März 1994 lernt Terry Lemoyne aus Baton Rouge einen Mann kennen, der ihr Leben verändert. Ich war Managerin eines Lebensmittelladens und arbeitete gerne in der Spätschicht. Eines Abends kam eine beste Freundin in den Laden und sagte, ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen. Und das war Sean. Zuerst wirkte er auf mich ziemlich nerdig. Aber ich fühlte mich sicher in seiner Gegenwart. Er hatte etwas von einem freundlichen, harmlosen College-Jungen. Nach unserem ersten Treffen dachte ich, den würde ich aber gerne wiedersehen. Beim zweiten Mal kam er zu mir. Und so nahm alles seinen Lauf. Terry Lemoyne und Sean Vincent Gillis lernen sich langsam besser kennen. Er lebte in einem sehr schönen Haus, aber es war dort ziemlich chaotisch. Schmutziges Geschirr stand herum. Es war unaufgeräumt. Wir verstanden uns gut, aber ich wollte ihn auf die Probe stellen, bevor ich mich endgültig auf ihn einließ. Ich wollte wissen, ob ich mich bei ihm sicher fühlen konnte. Also provozierte ich eines Abends einen Streit und knallte ihm eine. Ich wollte wissen, wie er reagiert. Er stampfte mit dem Fuß auf und schrie mich an, Männer dürfen keine Frauen schlagen und umgekehrt auch nicht. Da dachte ich mir, bei ihm bin ich sicher. Doch Terry erfährt nicht alles über Sean. Gleich gegenüber von dem Laden, in dem sie arbeitet, befindet sich ein Altenzentrum. Eine der Bewohnerinnen ist die 82-jährige Anne Bryan. Eine nette alte Dame mit einer liebenden Familie. Alle, die sie kannten, brachten ihr großen Respekt entgegen. Am 20. März macht eine Pflegerin des Altenheims ihre übliche Abendrunde bei den Bewohnern. Die Haustür, die zu Anne Bryans Wohnung führte, war unverschlossen und stand wie immer einen Spalt offen, damit die Pflegerin hereinkommen konnte. Dann, am nächsten Morgen, bietet sich dem Personal ein Bild des Schreckens. Man entdeckte ihre Leiche am nächsten Tag.
Die 82-Jährige war brutal angegriffen und ermordet worden. Was man ihr angetan hatte, war unbeschreiblich. Die Polizei fand kein Motiv, warum jemand die Frau hätte umbringen wollen. Ihre Ermordung blieb ein Rätsel. Selbst gestandene Polizisten waren schockiert über das, was sie am Tatort vorfanden. Man sah ihnen an, dass etwas Schlimmes geschehen war. Allein die Tatsache, dass jemand dieser Frau etwas antat, war für niemanden nachvollziehbar. Terry LeMoynes neuer Freund kommt aus einer Problemfamilie. Seine erste traumatisierende Erfahrung ist ein Vorfall zwischen seinem Vater Norman und seiner Mutter Yvonne. Norman war betrunken. Als Yvonne nach Hause kam, hielt er seinem Sohn Sean eine Waffe an den Kopf und drohte damit, ihn und Yvonne umzubringen. Kurz darauf wurde Norman in die Psychiatrie eingewiesen. Seans Vater hatte große Probleme. Er war ein Trinker und experimentierte mit Medikamentencocktails. Dadurch kam er in Schwierigkeiten. An der High School wird Sean von seinem Lehrer Robert Bum betreut. Ich kam in den 70ern an die Schule und unterrichtete dort 30 Jahre lang. Mit Sean kam ich gut zurecht, aber er war nicht sonderlich beliebt bei den anderen. Er war ein Außenseiter, war in keiner Mannschaft, wurde in kein Amt gewählt, aber er war ein angenehmer Schüler. Er war fleißig und machte keinen Ärger. Robert Bum glaubt dennoch, dass Sean kein glückliches Kind ist. Die meisten Eltern tauchen irgendwann mal in der Schule auf. Seans Eltern waren nie da. Er schien mir völlig auf sich gestellt zu sein. Er erwähnte auch nie, dass jemand zu Hause auf ihn wartete. Ich schätze mal, dass ein Kind, das aus einer solchen Familie kommt, viel Wut mit sich herumträgt und kein großes Selbstwertgefühl hat. Erst in Terry LeMoyne findet Sean jemanden, mit dem er über seine Unsicherheiten sprechen kann. Sie konnten einander das geben, was sie brauchten. Von daher passten sie sehr gut zusammen. Und doch hat Sean Laster, die er vor Terry zu verbergen versucht. Sean war pornobesessen. Ich ertappte ihn immer wieder dabei. Das hatte nicht unerhebliche Auswirkungen auf unsere Beziehung. Die Tatsache, dass Terry meist in der Nachtschicht arbeitete, ermöglichte es Sean, seine Fantasien auszuleben. Meistens war er nachts unterwegs, fuhr durch die Gegend und suchte nach Frauen. Eine dieser Frauen ist Catherine Hall. Catherine Hall pflegte einen riskanten Lebensstil. Mit anderen Worten, sie war Gelegenheitsprostituierte. Wer als Sexarbeiterin in North Baton Rouge unterwegs ist, lebt gefährlich. Man wird leicht zur Zielscheibe für Leute, die einer Frau etwas antun wollen. In der Nacht des 4. Januar 1999 erlebt Catherine Hall genau das. Man fand sie am Ende einer Sackgasse. Nach ihrer Ermordung war sie verstümmelt worden. Sie lag unter dem Schild Dead End. Es war kein gewöhnlicher Mord.
Die Zahl der Stichwunden und die Brutalität, mit der der Täter vorgegangen war, zeugten von einem extremen Frauenhass. Die Umstände, unter denen Catherine Halls Leiche gefunden wird, stellen die Ermittler vor eine besondere Herausforderung. Ihre Leiche war so platziert worden, dass sie gefunden werden musste. Der Täter hatte sie nicht versteckt. Sie zeichnete sich durch unzählige Postmortem beigebrachte Stichwunden und Würgemale aus. Das einzige Beweisstück, das die Ermittler in diesem Fall finden können, ist keine große Hilfe. Die Ermittler fanden nur die Jacke und die persönlichen Gegenstände des Opfers. Es gab keine Fingerabdrücke und auch sonst fanden die Forensiker keine Spuren. Den Detectives ist klar, dass der Täter ihnen eine Art Botschaft übermitteln will. Der Tatort ließ darauf schließen, dass es sich nicht um den ersten Mord dieses Täters handelte und wohl auch nicht um den letzten. Die Ermittlungen führen zunächst zu keinem Ergebnis. Nach der Ermordung von Catherine Hall gab es keine weiteren Spuren. Wir versuchten herauszufinden, wo sie gewesen war und mit wem sie Kontakt hatte. Die Ermittler befürchten, dass der nächste Mord unmittelbar bevorsteht. Die Frage war, hört er auf oder macht er weiter? Zur selben Zeit beginnt es in der Beziehung zwischen Terry Lemoyne und Sean Vincent Gillis zu kriseln. Sean kam abends um 5 nach Hause, wenn ich gerade ins Bett ging vor meiner Nachtschicht, die um 23 Uhr begann. Ich kam um 6 Uhr morgens nach Hause. Wir sahen uns also nicht allzu häufig. Manchmal wachte ich auf und stellte fest, dass er nicht da war. Wenn ich ihn später fragte, wo er gewesen war, konnte er mir keine Antwort geben. Da denkt man als Frau natürlich als erstes, er hat eine andere. Seans Verhalten bleibt verdächtig. Eines Morgens holte er mich von der Arbeit ab. Und im Auto stank es fürchterlich. Ich fragte ihn, woher dieser bestialische Gestank käme. Er behauptete, er hätte ein Tier überfahren und es eingesammelt. Und der Geruch stamme vom Blut dieses Tieres. Also sagte ich ihm, er solle den Wagen waschen lassen. Zu Hause ging ich ins Bett, während er losfuhr, um das zu erledigen. Danach sprachen wir nie mehr über das Thema. Gillis entwickelt eine Faszination für Computer. Er erforscht die dunkelsten Winkel des Internets. Das waren die Anfänge des Internets damals. Sean war wie gebannt von diesen Möglichkeiten. Ihn interessierten vor allem die Websites, auf denen Frauenleichen gezeigt wurden. Er war bald regelrecht besessen von diesen Körpern und betrachtete sie täglich. Einmal sagte er zu mir, ich will dir ein paar Bilder zeigen, das ist in Baton Rouge passiert. Er zeigte mir Bilder von einer Toten, die man in einem Abwassergraben gefunden hatte. Ich war so schockiert, dass ich zu ihm sagte, das reicht, sowas will ich nicht sehen. Abgesehen von seinen Internetaktivitäten unternimmt Gillis ab und zu etwas mit ein paar Bekannten. Eine von ihnen ist Johnny May Williams. Er lernte sie in dem Geschäft kennen, in dem er arbeitete. Manchmal kam sie zum Putzen bei ihm vorbei und sie nahmen zusammen Drogen. Sie mochten sich. Johnny May war ein ganz besonderer Mensch. Sie war als gute Köchin bekannt und machte ihren Freundinnen und Nachbarinnen die Haare. Alle mochten sie.
Als Johnny May an einem Abend im Januar 2003 das Haus verlässt, fürchtet ihre Familie um ihre Sicherheit, denn der unbekannte Killer ist immer noch in den Straßen von Baton Rouge unterwegs. Tatsächlich kehrt Johnny May nicht nach Hause zurück. In den 90er Jahren beginnt in Baton Rouge, Louisiana, eine mysteriöse Mordserie. 2003 verschwindet die 45-jährige Johnny May Williams spurlos. Erst 9 Monate später findet man heraus, was ihr zugestoßen ist. Ich erhielt einen Anruf. Wieder ein Leichenfund. Das war im Oktober 2003. Ein kleiner Junge war mit dem Fahrrad im Wald unterwegs, nicht weit von seinem Zuhause entfernt. Sein Hund war ihm weggerannt, aber statt des Hundes fand er eine Leiche. Als Detective Morris am Tatort eintrifft, macht er eine grausige Entdeckung. Die Leiche war nicht versteckt worden und hatte wohl eine Weile dort gelegen. Neben dem rechten Arm lag eine Jacke. Wir mussten feststellen, dass der Frau beide Hände am Handgelenk abgetrennt worden waren. Die Ähnlichkeiten mit dem Fall Catherine Hall sind auffällig. Auch diese Frau starb durch Strangulation. Es waren Würgemale zu erkennen. Uns fiel sofort Catherine Hall ein, die erwürgt und mit Messerstichen übersät worden war. Die Autopsie ergibt, dass es sich um die Leiche von Johnny May Williams handelt. Detective Todd Morris weiß jetzt sicher, dass er es mit einem eiskalten, gestörten Killer zu tun hat. Der Mörder folgte einem bestimmten Ritual. Erst nahm er sich den Körper seines Opfers vor, dann trennte er Teile davon ab und nahm sie mit. Wir hatten es also mit einem sehr extremen Täter zu tun. Sean Vincent Gillis ist ein Mann der Extreme. Sean stand seiner Mutter sehr nahe. Ihre Lebenssituation war alles andere als einfach, aber sie arbeitete hart, um ihrem Sohn trotz allem das Beste bieten zu können. '92 verlässt Yvonne Gillis die Stadt, weil sie sich beruflich verändern will. Sie überlässt ihr Haus ihrem 29-jährigen Sohn. Er war damals sehr wütend auf sie, weil sie wegging. Er war nicht in der Lage, allein zurechtzukommen. Nachbarn berichteten, dass er mitten in der Nacht laut auf die Mülltonnen trommelte und den Mond anheulte, nachdem sie gegangen war. Andererseits konnte er nun tun und lassen, was er wollte. Er verbrachte viel Zeit vor dem Computer und vertiefte sich in die düsteren Dinge, die ihn wirklich interessierten. Zwölf Jahre später. Baton Rouge zittert vor einem brutalen Frauenmörder. Eine Leiche wird nur wenige Blocks entfernt vom Haus der Familie Gillis gefunden. Donna Bennett Johnston liegt in einem Abwasserkanal. Der Täter hat ihr einen Arm abgetrennt. Die ganze Stadt ist im Ausnahmezustand. Das war ein äußerst brutales Verbrechen. Wer auch immer der Täter war, er hatte die Tat sicher schon 100 Mal in seiner Fantasie begangen. Die Leute brachten Zusatzschlösser an Türen und Fenstern an. Frauen belegten Selbstverteidigungskurse. Vor diesem Täter war keine Frau sicher. In Baton Rouge herrschte die Angst. In den Fällen Catherine Hall und Johnny May Williams kommen die Ermittler nicht weiter. Aber im Fall Johnston findet man am Tatort Spuren.
Offensichtlich war der Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren, hatte die Tote aus dem Kofferraum gezerrt und in den Kanal geworfen. Jedenfalls fanden wir dort Reifenspuren. Wir besorgten uns eine Liste der Käufer dieses Reifentyps. Die DNA-Spuren, die bei Donna Johnston gefunden werden, sind identisch mit denen bei den anderen Opfern. Drei Opfer mit denselben DNA-Spuren, plus der Reifenabdruck, den wir am Tatort fanden. Die Ermittler glauben nun, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den Killer fassen. Wenn es uns gelänge, eine Verbindung zwischen den Verbrechen nachzuweisen, wären wir einen großen Schritt weiter. Im Zuge der Ermittlungen kann Jeff Methvin vom FBI die Liste der potenziellen Verdächtigen eingrenzen. Vor allem die Reifenspuren waren ein wichtiger Beweis. Wir wussten, welche Personen in dieser Gegend diesen Reifentyp gekauft hatten. Nummer 1 auf unserer Liste war Sean Vincent Gillis. Eines Morgens, ich war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, standen zwei Detectives vor der Tür. Sie wollten mit Sean sprechen. Er bat sie nach draußen, was ich seltsam fand. Wieso durfte ich bei dem Gespräch nicht dabei sein? Da kam er wieder rein und sagte zu mir, ich muss mit ihnen aufs Revier. Wir gingen zum Auto, als Sean fragte, darf ich noch eine Zigarette rauchen? Natürlich durfte er. Nach der Hälfte warf er die Zigarette jedoch weg, trat sie mit dem Fuß aus und sagte, dann wollen wir die Sache mal hinter uns bringen. Im Büro des Sheriffs befragt FBI-Agent Methvin den Verdächtigen nach seiner Verbindung zu Donna Bennett Johnston. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Sie haben Reifenspuren gefunden, die möglicherweise von meinem Wagen stammen. Die Spuren lassen darauf schließen, dass die Leiche vom Täter aus dem Kofferraum geladen und in den Kanal geworfen wurde. Nicht aus meinem Auto. Gillis leugnet seine Beteiligung und die Ermittler müssen ihn gehen lassen. Allerdings haben sie ihm eine Speichelprobe entnommen. Als er nach Hause kam, kochte er uns was. Nach dem Essen setzte er sich ausnahmsweise nicht vor den Computer, sondern wir sahen uns gemeinsam einen Film an. Irgendwann fragte ich ihn mehr oder weniger im Spaß, also, wen hast du umgebracht? Er sagte nur, ich wollte einfach mal wieder einen Abend mit dir verbringen. Wenig später liegen die Ergebnisse der Speichelprobe vor. Das Labor teilte uns mit, dass Gillis DNA identisch war mit den DNA-Spuren, die wir bei Catherine Hall und Donna Bennett Johnston gefunden hatten. Der romantische Abend von Terry Lemoyne und Sean Vincent Gillis findet ein jähes Ende. Sie kamen mit mehreren Leuten, brachen durch die Haustür, traten jede Tür im Haus auf, warfen eine Rauchbombe und nahmen Sean fest. Ich verlangte sofort zu wissen, was los war. Da sagten sie mir, wissen Sie nicht, dass Sie mit einem Serienmörder zusammenleben? Terry Lemoyne glaubt kein Wort. Ich lachte und sagte, Sie haben sich wohl im Haus geirrt. Doch schon bald muss Terry Lemoyne erkennen, mit wem sie all die Jahre unter einem Dach gelebt hat. Ich ging aufs Revier und sprach mit ihm durch die kleine Scheibe.
Ich fragte ihn, hast du wirklich das getan, was sie dir vorwerfen? Sean sah so unbeholfen aus. Er nickte und sagte, ja, Schätzchen, leider ist es so. Da brach meine Welt zusammen. Im Verhör enthüllt Gillis die grausamen Details seiner Taten und gewährt Einblick in seine abnorme Vorstellungswelt. Wie kam es dazu? Ich bin ein Monster. Er erklärt auch die Herkunft der Würgemale. Sie hatten Donna etwas um den Hals gelegt. Was war das? Ein großer Kabelbinder. Soll ich es mal zeigen? So einfach geht das. Gillis erklärte uns, er habe einen Namen für sein Ritual erfunden. Objektifizierung, so nannte ich es. Und meine Waffe war der Objektifizierer. Denn er machte aus einer Frau das Objekt, um das ich mich dann kümmerte. Sein Ziel war es, sein Opfer möglichst schnell zu töten. Ihn interessierte nicht das Töten, sondern das Manipulieren der Leichen. Interessant, dass Sie das so nennen. Das war auch meine Wortwahl. Die Glieder eines anderen Wesens unter die eigene Kontrolle zu bringen, gehört zum Ritual. In nahezu allen Fällen von Nekrophilie hat der Täter einen Lebenspartner. Nekrophilie ist eine Störung der Sexualpräferenz. Gillis fand das sexuell erregend und hätte man ihn nicht gefasst, hätte er immer weitergemacht. Gillis bekennt sich zu weiteren Morden, unter anderem zu dem an Anne Bryan im Jahr 1994. Gillis gestand die Morde, wegen derer wir ihn festgenommen hatten. Doch im Verlauf der folgenden Woche gestand er weitere Verbrechen. Nennen Sie eine Zahl. Vier, fünf, sechs, sieben. Ich war nicht sonderlich überrascht. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Ehrlich gesagt, habe ich nicht mitgezählt. Wirklich nicht. Sean Vincent Gillis bekennt sich zu den Morden an vier weiteren Frauen. Das erhöht die Zahl seiner Opfer auf acht. Und sein Geständnis liefert auch die Erklärung für den bestialischen Gestank, den seine Frau eines Morgens im Auto wahrnahm. Erst nach seiner Festnahme kam heraus, dass eines seiner Opfer in unserem Kofferraum lag. Das Auto habe ich immer noch. Aber da ich kein Auto fahre, steht es nur herum. Terry ist, ohne es zu wissen, mit mir und einer Leiche herumgefahren. Die Frau war aber erst wenige Stunden tot. Noch schockierender ist sein Geständnis von dem, was er mit der Frau gemacht hat. Sie hatte schöne Beine, das weiß ich noch. Ich wollte ihre Beine behalten. Dafür benutzte ich ein scharfes Messer. Ich wollte auch ihren Arm abtrennen. Leider musste ich das bei uns zu Hause auf dem Küchenfußboden erledigen. Ich weiß nicht, ob sie noch Blutspuren gefunden haben, aber ich habe geschrubbt wie verrückt. Die Ermittler wissen jedoch immer noch nicht, welches Motiv Sean Vincent Gillis für seine Taten hatte.
Die Verhaftung von Sean Vincent Gillis im Jahr 2004 setzt seiner 10-jährigen Laufbahn als Serienkiller ein Ende. Gillis gesteht die Morde an 8 Frauen. Ermittler und Psychologen wollen herausfinden, wie ein Mensch wie er tickt. Strafverteidiger Cary Cuccia beschreibt seinen Mandanten als innerlich zerrissen. Es gab 2 Sean Vincent Gillis. Das wurde bei unseren Recherchen schnell klar. Es ist beinahe die klassische Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte. Wie konnte der gutherzige Dr. Jekyll zum furchteinflößenden Mr. Hyde werden? Terry Lemoyne muss feststellen, dass sie in Wahrheit nichts über ihren Ehemann wusste. Da war jemand an meiner Seite, der mir Sicherheit gab, Geborgenheit. Aber dann verwandelte er sich in einen Menschen, den ich nicht kannte. Man sollte sich niemals einbilden, einen Menschen wirklich zu kennen. Niemals. Doch was hat Sean Vincent Gillis zu diesem sadistischen Mörder gemacht? Eine seiner Lieblingswebsites war die, auf der die Tatorte echter Verbrechen abgebildet waren. Man sah die Leichen dort liegen, man konnte die Polizeivideos einsehen und so weiter. Im Nachhinein glaube ich, dass es ihm große Freude bereitete, diese Seite anzusehen, aber noch mehr, seinen eigenen Tatort zu schaffen. Gillis machte Fotos von seinen Opfern, um sich daraus seine eigenen Pornos zu basteln. Es erregte ihn, sich die Bilder anzusehen und noch einmal das zu sehen, was er getan hatte. Gillis behauptet, er habe schon immer abstruse und abweichende Fantasien gehabt. Ich versuchte, meine Cousine zu töten, um ihre Brüste zu befingern. Wie alt waren Sie da? So 12 oder 13. Was war mit den Beerdigungsinstituten? Meine Großmutter führte ein Bestattungsunternehmen, gleich gegenüber von unserem Haus. Zusammen mit meinem Cousin schlief ich in einem Sarg. Auch wenn man das nicht glauben mag, wir taten es. Die Zahl der Personen, die solche abweichenden und sadistischen Fantasien hat, ist weitaus größer als die Zahl derer, die diese Fantasien auch ausleben. Meist beginnt ein Täter erst nach 15 bis 20 Jahren damit, seine Gewaltfantasien tatsächlich auszuleben. Und wenn er nach dem ersten Mord davonkommt, ermutigt ihn das zu weiteren Taten. Menschen mit solchen extremen Neigungen versuchen oft, diese zu kanalisieren. Steckt hinter dem Morden ein sexuelles Verlangen, kann das Töten zur Sucht werden. Ja, ich weiß, was richtig und falsch ist. Das weiß ich. Aber manchmal blende ich das aus. Ich weiß immer noch, dass etwas falsch ist. Aber das stört mich dann nicht mehr. Dann bin ich in meinem Universum, wo ich Gott bin. Ich bin Gott. Für die Verhandlung spielt Gillis Geisteszustand eine wichtige Rolle. Es gibt genetisch bedingte, sprich erbliche Geisteskrankheiten. Und Sean Gillis Vater wurde wegen einer Geisteskrankheit behandelt. Wahrscheinlich fragte sich Gillis selbst, was er von seinem Vater geerbt hat. Bin ich seinetwegen so? Sean Vincent Gillis wird wegen vorsätzlichen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Begnadigung verurteilt. War Sean Vincent Gillis ein Mann, der einfach gnadenlos seine Fantasien auslebte?
oder basierten seine Taten auf einer genetischen Veranlagung? Ich glaube nicht, dass Gillis als Mörder geboren wurde. Sicher hat er eine Form von Psychose von seinem Vater geerbt. Und in Kombination mit seiner abwegigen Neigung zu Frauenleichen kam es dann zu seinen speziellen Taten. Das hebt ihn aus der Masse der Serienkiller heraus. Gillis wurde nicht als Mörder geboren, aber es gab eine sehr starke neurobiologische Komponente. Wahrscheinlich kann er selbst seine Taten nicht auf allen Ebenen verstehen, sondern kann nur sagen, dass er es tat, weil es ihn sexuell stimulierte. Ich wüsste nicht, welche äußeren Umstände Gillis Taten verantwortet haben könnten. Aber im Zuge unserer Untersuchungen stellte sich heraus, dass er an einer Fehlfunktion des Gehirns leidet, die dafür sorgt, dass er Impulse nicht unterdrücken kann. Nichts weist darauf hin, dass dieser Mann als Mörder geboren wurde. Er hat sich selbst konditioniert, ein Mörder zu sein, und entwickelte eine sexuelle Erregbarkeit in Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen und deren Tod. Ich sage meinen Kindern immer, dass es im Leben Drachen gibt, die man erlegen muss. Sean Vincent Gillis war einer dieser Drachen. Ob Veranlagung oder nicht, er war ein Mörder, den man aufhalten musste. Während des Verhörs gibt Gillis seine eigene Einschätzung zur Anlage-Umwelt-Kontroverse ab. Früher hatte ich diesen Drang unter Kontrolle. Heute nicht mehr. Ich bin ein gemeingefährlicher Mörder, ohne es zu wollen. Justin Bennett hat seine Mutter unter grausamen Umständen verloren. Dennoch hat er seinen Seelenfrieden gefunden. Ich habe Gillis seine Tat verziehen. Es ist sein Leben, seine Last, und ich kann nicht zulassen, dass mich das mein Leben lang auffrisst. Und auch Terry Lemoyne hat ein neues Leben begonnen und die Zeit mit Sean Vincent Gillis hinter sich gelassen. Eine Zeit, die weitaus unglaubwürdiger klingt als das Drehbuch eines Films. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass dieser seltsam aussehende Typ, der damals zu mir in den Laden kam, sich zu einem solchen Wesen entwickeln könnte. Aber dieses Kapitel in der Geschichte meines Lebens hat mir so einiges beigebracht.